zusammen. Heute gehen wir mal am Tag am Rhein. Wasser sieht ganz gut aus, ist ein bisschen höher der Wasserstand. Steht wirklich bis hier, bis ganz vorne. Wir haben es jetzt gegen 10 Uhr. Ich werde jetzt mal langsam aufbauen, zeige euch ein bisschen, wie ich was gebunden habe, wie ich was vorbereitet habe. Ich werde zwei Routen rauswerfen, zwei darf ich. Wahrscheinlich eine auf Wels und eine so ein bisschen allround fangen. Vielleicht fangen wir noch einen kleinen Köderfisch oder so. Das wäre nice. Und gucken wir mal. So, erste Route. Wels. Haarmontage. Zwei Haken mit zwei Einzelhaken. Eine U-Pose ab. Die Algen vom letzten Mal wegnehmen. Die schmeißen wir jetzt mal raus. Ich schmeiß die alleine mit der Zwei-Routentechnik raus. So sieht das Ganze dann aus. Schönes, quirliges Wurmbündel. Habe ich zwei Edelstahlroutenhalter. Die hat uns der Vater von einem Freund geschweißt. Schön hochwertig aus Edelstahl. Sind vor allem leicht. Wenn man so Stahlroutenhalter hat, die wiegen einfach mal gerade das doppelte, dreifache. Ich habe zwei Stück dabei. Jetzt mache ich noch ein kleines Glöckchen dran. Das reicht uns heute aus. Dann hören wir es auf jeden Fall gut. So. Und unsere erste Welsroute ist draußen. Die lassen wir auch da liegen. Ein bisschen zu weit draußen. So 20-25 Meter. Draußen schwimmt halt extrem viel Dreck, Baumstämme und. Darum gehe ich nicht ganz so auf die Entfernung weiter. So, zweite Route. Relativ einfache Grundmontage. Ich habe den Wurmhaken. Ich habe so 40 cm Vorfach, 0,30. Ich habe einen Wirbel. Eine Gummiperle und ich habe ein Laufblei, 50 Gramm. Ich angle recht ufernah. Weiter draußen möchte ich sicherlich ein schwereres Gewicht nehmen. Ich angle häufig auch mit einem Anti-Tangle-Boom. Kann ich das Bleigewicht halt schnell wechseln, auch gerade wenn die Strömung sich verändert oder ich ein bisschen weiter raus, ein bisschen weiter reinschmeiße. Die habe ich jetzt so montiert. Mal gucken, auf der anderen Route habe ich die Montage ein bisschen anders. Zeige ich euch vielleicht auch, einfach mit einem Boom. Vorteil da ist einfach, dass man wirklich ein neues Gewicht einfach einhängen kann, wenn man anderes braucht. Und das ist natürlich fix drauf und dann müsste ich jetzt das wieder neu knoten, wenn ich wirklich ein anderes Gewicht brauche. Machen wir auch einen Einzelboom drauf. Ich ziehe die auch ganz gerne mit einer Ködernadel drauf, habe aber gerade keine Lust. Hoppala, quirliges kleines Ding.
So ist der Haken. Rausguckt, oben und unten habe ich jeweils ein Ende runterzuhängen und so. Geht es jetzt auch rein, aber nicht so weit. Wirklich so. Nur ein paar Meter. Vorne ist gerade eine Kante runter auf 3-4 Meter. Und gut, unten an der Kante, da werde ich jetzt schmeißen. Dabei. Vorbereitung ist alles. Die Auflage. Ich mache die Bremse auf. Viele machen sie nicht auf. Ich mache sie auf. Es hat halt auch Wälze hier. Und da ist dann schnell wirklich ein richtiger Anschlag da und vielleicht die Route sogar weg. Egal, was da diese aufgelegt ist. Darum mache ich die Bremse in der Regel immer auf. Habe ich die besten Erfahrungen mitgemacht. Gut, in dem Fall räume ich jetzt erstmal schnell meinen Angelplatz auf und gebe euch nachher gleich wieder ein Update. Bis denn. Fisch? Ist ein Fisch? Ist es ein Fisch? Und was ist es für ein Fisch? Ein kleiner Wels. Ein kleiner Wels auf die Grundroute. Kein großer. Hoppala. Hui. Unser erster Fisch, kleiner, auf die Grundroute. Eigentlich wollte ich darauf keinen Wels fangen, aber recht ufernah, gerade hier vorne, ein kleiner Wels von 40 cm gebissen. Ja, der geht auch wieder zurück mit dem. Ja. Ah, shit. Weg. Kescher haben wir auch dabei. Nicht für einen Wels, aber für einen kleineren Fisch. Den wir vielleicht hier vorne auf der Grundroute fangen. Ich nehme ihn grundsätzlich eigentlich immer mit. Kann immer mal was geben, was vielleicht auch ein bisschen kleiner ist. Definitiv bei einem Wels wird der uns nicht helfen. So. Ja. Ist es was? War definitiv ein Fisch. Unser Wurm ist weg. Machen wir einen neuen drauf. So, neuer Wurm. Ich war ein bisschen zu langsam. Ich habe ein wenig gezögert. Das war der Fehler.
wirklich gerade hier vorne an der Uferkante. Nächster Biss. Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Was ist es? Hopp. Der nächste kleine Wels. Wieder ähnliche Größe wie die zuvor. Macht sicherlich Spaß heute. Weil wirklich einer nach dem anderen. Hier wäre natürlich größere lieber. Du hast die Klinge? Nee. Fällen wir mal schnell den Haken. So, da ist er. Vielleicht 25 cm. So, wir haben es nachmittags um 4. Ich hatte 3 kleine Wälze. Nicht der Rede wert. Einen Abriss mit der kleinen Rute. Bei den großen Ruten. Ich habe zwischendurch mal gewechselt auf 2 große Ruten. Auch mal gemerkt, dass was anfasst, aber nichts wirklich hängen geblieben ist. Also was wirklich Großes war heute nicht da. Im Tag war sicherlich Fun, die kleinen Wälze rauszuholen. Nachher war es mir einfach zu heiß. Habe ich mich unter meinem Sonnenschirm verkrochen. Und mal gucken. Vielleicht gehen wir Samstag nochmal am Abend. Das soll wirklich ein bisschen länger gehen. Jetzt werde ich einpacken, werde nach Hause fahren und die Kinder von der Krippe holen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald, der Wulle. Ciao.